Plasma Heizung Teil 2. Diesmal wollen wir mal gucken, ob wir dieses Experiment vom Jean-Louis Naudin, wenn das so ausgesprochen, Naudin, gucken, ob das so funktioniert. Also hier zwei Kohlestäbe in einer Wasserflasche drin mit einem ganz, ganz geringen Abstand. Ausgerechnet da, wo man jetzt normalerweise diesen Schlitz erkennen sollte, ist natürlich wieder so ein... Ah, hier sieht man noch. Hier ein kleiner Schlitz, ne? Dazwischen. Ja, das hier ist von alten Batterien. Da gibt es solche... Zink-Kohle-Batterien, ne? Also dafür sind die echt top. Die haben so einen Kohlestab in der Mitte, der dafür sehr gut gehen soll. Naja, ich wollte erstmal wieder ein bisschen vorsichtig anfangen. Also nicht gleich mit Netzspannung rangehen, sondern erstmal mit 12 Volt über den Bedini ein bisschen Hochspannung kreieren. Aber irgendwie, das Ding macht alle möglichen Sachen ja nicht das, was es machen soll. Ich kann ja mal anschließen. Klingt gut, ne? Was auch immer der jetzt hier macht. Ich mache wirklich gar nichts. Hier ist meine zweite Hand, ne? Das macht er alles von selber irgendwie. Trotzdem leuchtet hier drin noch absolut überhaupt gar nichts. Leuchtet noch gar nichts. Na, dann müssen wir halt doch mal Netzspannung nehmen, wa? Na gut, ist es soweit. Die große Netzspannung kommt. Na, ich bin gespannt, Leute. Bereit? Wow! Sah gut aus. Kurze Zeit zumindest. So, meine Sicherung kam jetzt erstmal. Weiter probieren. So ein Mist. Meine schönen fetten Gleichrichterdioden hat es durchgehauen. Ja, da brauchen wir erstmal andere Gleichrichter. Na denn, bis später.